Ich bin einfach überwältigt. All die Ministrantinnen und Ministranten, so viele ehemalige. Wir haben ja viele Ministrantenkleider, aber so viel doch nicht. Ich habe am Anfang gedacht, was haben da die für Gewändchen an, wo ich von überall hergeholt, wahrscheinlich noch. Da hat es bestandene Männer und Frauen drunter. Ehemalige Kirchenpflegepräsidentinnen. Mütter und Väter jetzt, die heute da sind, weil wir viel erlebt haben in diesen 37 Jahren. Und so viele von ihnen, die gekommen sind, und so viele, die gesagt haben, ich kann heute nicht, oder ich komme an dem Tag oder an dem Tag. Danke für euer Dasein. Es ist kein einfacher Tag. Dass ich heute am Tag, ausgerechnet am Tag vom berühmten Kirchenlehrer Augustinus dastehe, und als Frau eine Predigt habe, das ist wahrscheinlich auch ein höherer Zufall. Sein Frauenbild hat nicht viel dazu beigetragen, dass ich heute da stehe. Klammer zu. Aber er war auch ein Kind von seiner Zeit. Prägt. Nur schade, dass unsere Kirche es nicht geschafft hat, einmal irgendwann auch über den Augustinus rauszusteigen mit ihrer Sexualmoral und mit all dem, was wir, um was wir kämpfen. Aber er hat auch gute Sachen. Und einer von seinen Gedanken ist mein Abendgebet. Es ist ganz kurz. Unruhig ist unser Herz, bis dass es ruht in dir, o Gott. Unruhig ist unser Herz, bis dass es ruht in dir, o Gott. Es hat ihn in die Wüste verschlagen, der Mose. Er hütet die Schafe, allein, Sand und Stein und da und dort ein halb verdorrter Busch. Und plötzlich ist alles anders. Mose, zieh deine Schuhe aus. Da ist heiliger Boden. Falls jemand von euch, von Ihnen, die Schuhe auch ausziehen will und zu unserem Dornbusch stellen, das ist nämlich der Dornbusch in unserer Kirche. Der brennt. Mit den Christuskerzen in der Mitte. Dann nur zu. Aber sie dürfen es auch abhalten. Plötzlich ist alles anders. Mose. Da ist heiliger Boden. Der Mose zieht seine Schuhe, seine Sandalen ab. Und jetzt begegnet er Gott oder dem Göttlichen. Jahwe, ich bin der da ist. Ich bin der, wo ich bin. Kein Herr Gott. Ich bin der da ist. Nur wer ganz bei sich ist, kann dem Göttlichen begegnen. Auf sich zurückgerührt. Und dann kann man nur die Schuhe ausziehen und ganz sich selber sein. Nichts mehr müssen vorspielen, nichts mehr darstellen, keinen grossen Hut mehr anlegen. Alle Fassaden sind abgelegt. Da ist heiliger Boden. Die Schuhe ausziehen, um dem Göttlichen zu begegnen. Gang, Mose, und führ mein Volk in die Freiheit. Ich? Er traut sich's nicht zu. Aber er geht mit der Zusage, ich bin da. Ich bin mit dir. Ich begleite dich.
Vor 37 Jahren hat es mich auf Ephretiken verschlagen. Ich kann jetzt nicht sagen, in die Wüste. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin im wahrsten Sinn vom Wort in die Pfarrei hineingestolpert. Nämlich, wo da noch der Altbau war, hat es für das Sekretariat hinein, wo man rein, so eine Stufe hatte. Es war zwar riesig angeschrieben, Achtung Stufe. Aber das habe ich natürlich nicht gesehen und ich bin wirklich hineingestolpert. Ich konnte mich gerade noch auffangen, dass ich nicht gerade längsweg in dieser Pfarrei gelandet bin. Eine Art Wüstenerfahrung. Was soll ich in dieser Kirche? Ich habe mir keine Stelle gesucht nach dem Studium. Ich wollte nicht. Ja, ich mache dann irgendetwas. Und dann haben die da zu Freitagen jemanden gesucht, um überbrücken. Weil der Toni Steiger, der Pastoralassistent war, damals weggegangen ist. Und sie hatten noch niemanden neuer. Und da habe ich so gefunden, ja gut, also, wie man mich gefragt hat, würdest du überbrücken, kann ich auch mal gehen. Und da bin ich gesessen in dem Sekretariat und habe auf den Herrn Pfarrer gewartet, der gerade noch im Mundi war. Warum wollen Sie aus dem schönen Luzern da auf das Ephretiken, sagt die Sekretärin zu mir, die Damali. Und der Pfarrer, muss ich Ihnen sagen, ist dann nicht der Einfachste. Was wollte ich an diesem Ort? Wo ich auf der Karte schauen musste, wo er überhaupt ist. Ein GPS hat es ja noch nicht gegeben. Und da im Säucherang, zu Dagelswangen, bin ich rausgefahren, weil ich dachte, ja, ich bin ja in der Pampa gelandet. Ich hatte dann Karten auf den Knien gehabt und gesehen, ja, eigentlich bin ich ganz nahe. Und dann hatte ich das Gespräch gehabt mit dem schwierigen Pfarrer. Und nachher bin ich da in die Kirche gesessen. Vor das Kreuz. Ich habe noch nicht gewusst, dass das der Dornbusch ist. Ich bin der, der da ist. Jahwe, ich bin der, der dich begleitet. Und so bin ich auch. Ist es ein Ruf gewesen? Ist es Neugier gewesen? Oder einfach, weil ich ja doch irgendetwas haben müssen machen? Ich weiss es nicht. Ich sehe mich nur an diesem Vorstellungstag da in dieser Kirche sitzen und das Gespräch mit dem nicht einfachen Pfarrer hat mich tief berührt. Ein total spiritueller Mensch mit einer Härtenschale. Jeden Tag bin ich zurück auf Luzern, in meine kleine Wohnung im Wesmeli, gerade im Kloster. Unglaublich heimweh hatte ich. Obwohl man mir da ein schönes Zimmer besorgt hat und ich bin nie dort geschlafen. Vielleicht ein, zweimal. Und der Josef hat mich jeden Morgen auf den Weg geschickt. Er ist aus dem Kloster dort gestanden bei meinem Auto. Im Winter hat er mir die Scheibe gekratzt. Einfach froh, wenn ich gegangen bin. Daraus sind 37 Jahre geworden. Und St. Martin ist mir Heimat geworden. Das neue Land. Da durfte ich eine freie Kirche atmen. Und immer wieder heiligen Boden unter den Füßen spüren. Jedes Kind, das ich hier getauft habe, heiligen Boden. Jedes Brautpaar, das da sein Ja-Wort gegeben hat, heiliger Boden. Bei jedem Abschied von lieben Menschen habe ich versucht, die Trauernden zu begleiten. Heiliger Boden. Heiliger Boden habe ich gespürt in diesen vielen Liturgien mit vielen von ihnen, mit euch.
in Gesprächen mit Menschen, heiligen Boden. Wenn wir 20 Mal mit Lebensmittelsäcken die Langstrasse gefahren sind, heiligen Boden in den Gesichtern dieser Menschen. Heiligen Boden in all diesen Menschen, die mich unterstützt haben in all diesen langen Jahren. Die Pfarreileute von St. Martin, die sind einmalig. Ich kann nur danken für den Boden, den ihr mir da gegeben habt. Und um Verzeihung bitten für das, was verbrochen ist. Auch das hat es gegeben in allen 37 Jahren. Es ist das Leben. Die Kirche war mir immer Zuflucht gsi, da vor dem Kreuz und dem brennenden Dornbusch, wenn ich nicht weiter gewusst habe, in der Enge von unserer Kirche, nach aussen so mutig und nach innen so ängstlich. Nur wenige haben das gewusst. Ich bin, der ich da bin. Ich begleite dich. Das habe ich da immer wieder erfahren. Ich bin, der ich da bin, ich begleite dich. Der Mose und die unbekannte Frau, die Jesus gesalbt hat, die zwei biblischen Menschen haben mich begleitet, neben ganz vielen Menschen von da in all diesen Jahren. Und immer mehr habe ich gespürt, es gibt nur eins. Es ist die Liebe, die zählt. Da können sich andere die Mühle verreissen rundherum. Haben wir ja gehört vor im Evangelium. Verkaufen hätte man das Öl können. Und da und so und so. Was Motti da? Habe ich ja auch alles gehört. Es ist die Liebe, die zählt. Da können sich andere die Mühle verreissen. Es ist die Liebe, die zählt. Wie unerschrocken die Frau durch die Männergesellschaft auf Jesus zugeht und ihres Kostbarsten, ihre Liebe über ihn ausgießt, ohne Angst, sich zu verlieren, weil sie nichts verlieren kann, weil sie alles hat. Liebe. Nicht umsonst heisst es am Ende vom Evangelium, dass man sich immer wird an sie erinnern. Es ist die Liebe, die zählt. Danke für all die Liebe, die ich da erfahren durfte und mich in dieser Liebe entfalten durfte. Meine Berufung leben. Danke. Dem Vergangenen sei Dank und dem Zukünftigen ein herzhaftes Ja. Amen.